Herzlich willkommen, ich baue für euch eine Eisenfarm, ganz automatisch. Als erstes setzen wir eine Truhe, ich mache eine Doppeltruhe. Dann kommen Trichter in den Einsatz. Zum Setzen, wenn wir normal drücken, öffnet sich einfach immer die Kiste. Darum müssen wir Shift drücken und dann können wir die Trichter an der Truhe anmachen. Wichtig ist, dass es hier eine Verbindung hat. Gut. Dann machen wir einfach ein paar Trichter in die Luft und sie müssen immer zu dem unteren Trichter befestigt sein. Das sieht man hier ganz gut. Gut. Haben wir das ein bisschen in die Luft gemacht, kommen Trichter in diese Richtung. Eine Reihe. Hier kommt auch wieder ein Trichter hin und hier eine zweite Reihe. Dieses könnten wir in diese Richtung unendlich machen. Hier machen wir auch noch ein paar Trichter. Hin. Gut. Da muss ich schnell ein bisschen Tag machen. Noch. Gut. Dies könnten wir natürlich in beide Richtungen unendlich machen. Gut. Wichtig ist, dass es nur zwei sind, nicht breiter. Also nicht hier und nicht hier mehr. Das ist nicht gut. Rundherum kommt jetzt Stein. Ich habe jetzt Stein genommen. Man könnte auch Erde oder anderes Material nehmen. Dann machen wir das ganz schnell. Ich gebe ein bisschen Gas. Es muss ja nicht tiptop schön eigentlich aussehen. Zack, zack. Hopp, hopp. Ups, lass mir. Muss ja nicht schön aussehen. Oh, eine Fledermaus. Zack, 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 zack. Noch eine Reihe. Hier auch wieder. So. Hier kommen jetzt Schilder hin. Schild. Ups. So. Sieht nicht so, nur in diese Richtung. Ups. Ah, Mann, oh. Ah. Egal. Ups. Bin nicht konzentriert. Ich lasse mich ein bisschen stressen. So. Ist ja nicht so schlimm. So. Hier überall Schilder hin. Und hier gegenüber auch noch. Wenn wir das gemacht haben, kommt wieder eine Reihe Stein hin. Zack, 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 zack. Gut. Eigentlich bauen wir genau das da drüben, aber da habe ich es nicht gut aufgenommen. Darum muss ich es halt nochmal machen. Mhm. Gut. Weil man bei diesem Video, wo ich das baue, mich nicht gut hört, weil noch Hintergrundmusik zu laufen ist. Gut, dann kommt als nächstes Lava hin. Warum Lava? Das brauchen wir später, dass der Golem, der Eisengolem, stirbt. Schilder sind dazu, dass das Lava nicht ganz unten bleibt. Wäre das Lava ganz unten, würden wir nie Eisen bekommen. Gut. Dann bauen wir hier wieder eine Schicht nach oben. Gut. Zack, zack, zack. Machen wir das mal drei hoch. Geht halt einen Moment. Zack, zack. Übrigens, die Lava da mit den Schildern muss genau so sein, sonst können die die Eisengolem später nicht sterben. Gut, dann kommt da wieder Schilder hin. Zack, zack. Gut. Das
gegenüber auch wieder. Hopp, hopp, hopp. Gut. Gut. Dann kommt da wieder eine Schicht Blöcke hin. Zack, zack, zack. Hopp, hopp. So, dann kommen hier. Das kommt eigentlich nicht darauf an, in welcher Richtung, ob in diese oder in diese. Kommen einfach mal ein bisschen hier so. Machen wir das. So hin. Bauen. Muss man das bauen. Hopp, hopp, hopp. So. Baut man das. Geht alle einen Moment. Hier kommt später Wasser hin. Das zeige ich gleich. Geht ja nicht. So. Zack, zack. So. Hier müssen wir wieder Blöcke hinsetzen. Hier natürlich auch. Hopp, hopp, hopp. Mache ja das Ganze nicht so schön. Zack, zack. Ja, auch wieder. Zack, 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 zack. Ups. So. Muss was schon schauen. Das hat es leider hier nicht in diesem Modpack. Schade. Dann müssen wir hier auch wieder reinmachen. Das Ganze machen wir. Mal schauen, wie hoch. Schon ein bisschen hoch. Schon fallen später die Golem runter. Zack, zack, zack. Raus, runter. Nicht in die Lava, sondern neben dran. Also hier runter. Gut. Es wird wieder dunkler, muss wieder hell machen, also Mittag. Zack, zack. Es ist ein bisschen mühsam bauen. Ich kann es leider nicht vorspulen, weil ich nicht genau weiß, wie das geht. Gut. Dann kommen als nächstes hier zwei Reihen hin. Erkläre auch gleich warum. Wegen dem Wasser. Als nächstes setzt man zwei Blöcke entfernt einen Monster-Spawner hin. Ist jetzt momentan egal, ob da ein Schwein drin ist oder nicht. So, sie sollten einfach nicht spawnen. Sonst ist ja auch nicht so schlimm. Gut, als nächstes setzen wir hier Wasser. Dieses Wasser, wo die später gesponnen hier die Eisengolems, die schwimmen hier runter, keine hier durch und sterben durch das Lava. Und hier unten fliegen dann die Items rein, wo du in die Kiste gehen. Gut. Dass die Golems nicht rausgehen, machen wir hier nochmal zwei Blöcke ein bisschen höher. Zack, zack. Gleich sind wir da fertig mit den Reihen. Vor allem da, man, eigentlich müssen wir sie nicht ganz bis vorne machen. Aber machen. So machen wir es einfach. Ist gut. Dann kommt als nächstes der Eisengolem. Die Eier. Die müssen wir hier rein tun. Nieten. Jetzt. Warum das die gleich spawnen, weiß ich nicht. Gut. Dann setzen wir hier ein paar einfach, dass es schneller geht. So, und das sollte jetzt funktionieren. Ihr seht ja, wie hier die Golem hier durchfallen und hier sterben.
gehen wir mal schauen. Kontrollieren, ob ich alles richtig gemacht habe. Jetzt sollten hier Eisen drin sein. Und zack, Eisen. Das ist noch für Freunde. Hier Eisen. Je nachdem, was für ihr einen Mod habt, kommen bei diesem Mod hier kommen jetzt noch Mondblumen raus aus dem Golem. Warum, weiß ich nicht. Sie heißen ja eigentlich nur Eisen Golem. Keine Ahnung. Es gibt auch andere Mods. Da kommt Holz rein. Ja, was sonst, weiß ich auch nicht. Gut. Das wäre es gewesen. Die ganz automatische Eisenfarm. Ohne Dorfbewohner. Es gibt nämlich auch Eisenfarmen, da braucht es Dorfbewohner. Gut. Ich würde mich freuen auf einen Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.